Hallo Messerfreunde, hier ist Jake. Willkommen auf meinem Kanal, auch im Jahre 2019. Auch dieses Jahr will ich euch wieder ein paar schöne Sammlermesser zeigen. Und beginnen werde ich mit diesem Elmer Knife aus den 80er Jahren. Viel Spaß dabei! Diese frühen Elmar-Messer kamen in so cremeweißen Kartonverpackungen mit Aufschrift Elmar in Blau mit dem roten Logo und dann noch Knife dahinter. Auf der Seite per Hand aufgeschrieben steht die Nummer, die 3004A. Und die Packung selber beinhaltet einmal die Scheide und zum anderen das Messer. Ich beginne mal mit der Scheide. Schwarze Lederscheide, auch gut erkennbar Elmar, nämlich rechteckig, diese frühen Seki hergefertigten Messer kommen alle in diesen rechteckigen Lederscheiden mit Gürtelschlaufe, mit den zusätzlichen Löchern. Hier mit der Lasche und mit der aufgesetzten kleinen Tasche für den Schleifstein. Qualität ist okay. Hier noch ein Beinriemen. Und das Messer hat noch einen extra Schutz für die Klinge. Und ist wie gesagt das 3004A aus der Serie. Ich habe hier schon mal das 3008A euch gezeigt. Ich glaube vor 3 Jahren ungefähr. Das hat einen Rücken mit Sägezahnung. Hier haben wir die ganz elegante, einfache Version mit der Spearpoint Spitze, Hohlschliff, falsche Rückenschneide, ohne Anschliff, satinierte Oberfläche, Edelstahlbacken, Full Tang, Micarta, Griffschalen, 3 Hohlnieten, hier ohne De Oppresso Liber Logo von den Green Berets, sieht man ja sehr häufig diese Messer mit diesem Logo. Es gab also beide Versionen mit und ohne Logo. Ich glaube, fast häufiger sind die mit Logo. Und dann wie gesagt mit Sägezahnung und ohne. Ich sag mal gerade die Daten, das wiegt 240 Gramm, ist 26,6 cm lang, hat eine 15 cm lange Klinge, die ist 2,9 cm hoch und 3,8 mm stark. Ist im Gegensatz zum 3008A, das eine einen überlangen Griff hatte, sehr viel noch besser für kleinere Hände geeignet. Es liegt mir also super gut in der Hand. Es
sehr führig. Schwerpunkt liegt wie häufig bei Elmar vor dem Handschutz. Ungefähr. Ja. Also hier. Jo, das sind sehr gefragte Messer immer noch. Ich habe noch nicht gesagt, welcher Stahl benutzt wurde. Das ist sogenannter AUS6, vergleichbar mit 440A. Ja, schöne Schärfe, sehr gute Penetrationseigenschaften, so wie es sich für ein Kampfmesser gehört. Und zum Vergleich lege ich mal das MacV Bowie dazu und das ganz große SF10, das Survival. Ja auch mit den Green Berets in Verbindung gebracht wird. Ja, das war das Serre, ja, manchmal hört man auch Attack, Soft Serre Attack 4 oder 3004A von Elmar. Gut Leute, das war's dann fürs Erste. Bis demnächst. Ciao.